Servus Zockerfreunde, ich bin der Typ ohne Haare und möchte mir gemeinsam mit euch ein bisschen Stone Shard anschauen. Ja, ein RPG, das ist schon ein bisschen am Markt und gilt als eine ziemlich harte Nuss. Ja, man ist da wohl schnell auch draufgegangen, zumindest kann man das so nachlesen. Und ich dachte mir, schauen wir da doch einfach mal rein, wie das denn so geht. Ich habe den Prolog schon mal gespielt, finde das ganz nice, das Game. Ist so 2D Pixel Art und ja, ist aber schön gemacht und scheint wirklich schwer zu sein. Aber schauen wir uns das Ganze doch mal an. Gehen wir hier auf Spielen und neues Spiel. Prolog wollen wir nicht. Abenteuer, Permadeath. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir das riskieren sollten. Abenteuer. So here I am. The caravan is gone. My leg is crippled. Half my men are dead and the other half are deserters. And traitors, the host be praised. At least I've got the stone shard. Jo, also das ist Verren, der uns irgendwie hier in das Spiel reinbringt. Der erzählt so ein bisschen was von der ganzen Story jetzt voice-mäßig auf Englisch. Text ist aber auf Deutsch. Ich werde euch das teilweise vorlesen. In dem Fall lasse ich aber die zarte Stimme von dem guten Mann hier lauschen. Ihr könnt ja gerne, wenn ihr es lesen wollt, Pause drücken und nachlesen. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Das geht noch ein bisschen. If I knew I had to deal with an entire cult of devil knows what, I'd think thrice before getting into the whole mess. I'm too old for an adventure like this. Ja, ich auch. Ah, if only I could have a good talk with Grinnell right now. I'd ask him what the hell is going on. I've been doing this for 30 years, but I've never found myself in such a tough spot. Ja, ich habe mich auch noch nie in so einer schwierigen Lage hier befunden. I need to get back to Bryn. I'm not up to going there by myself, so that's why I sent for you. Do you remember how I helped you out back then? Well, time to return the favor. Damn, it's been so long. Schon cool. What have you been up to? Also ich finde jetzt, wenn man das so sieht, irgendwie so ein bisschen auch liebevoll gemacht. Also das Entwicklerstudio, so ein kleines Studio, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, kommen die her? Russisch, ukrainisch, glaube ich, war das. Oder beides. Irgendwie schon bisschen ins Detail gehen die. Also finde ich sehr, sehr schön gemacht. Oh, yeah. Charakterauswahl, genau. Ja, und hier geht's schon ab auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Velmir der Rächer, das klingt schon super nach mir. Stärke, Beweglichkeit, Wahrnehmung, okay. Der hat so ein bisschen eine Affinität und hat so ein bisschen eine Story. Und der hat hier so Eigenschaften. Okay. Jorgrim, der Blünderer. Das sieht eher aus wie meine Frisur. Ja. Berserkerrausch. Bin ich auch manchmal. Ja. Oh, für jeden Gegner erhältst du 10% Waffenschaden und 15% Crit. Das ist ein bisschen mehr krasser. Eigentlich ganz cool. Schwerte, Äxte. Aha. Weil soweit ich weiß, es gibt auch Magie im Spiel. Und soweit ich weiß, kann man die auch prinzipiell eigentlich lernen. Da kommen wir dann dazu. Also was mir wichtig wäre, ich glaube gerade am Anfang, soweit ich das jetzt einschätzen kann, ist Stärke schon so ein Thema, dass wir die ordentlich verprügeln können, die Jungs. Vitalität ist natürlich auch klar. Wir wollen da was aushalten. Wahrnehmung. Gefahren früher zu erkennen und präzise Angriffe durchzuführen. Das ist ja ganz gut. Beweglichkeit, wahrscheinlich ausweichen und Co. Und Willenskraft könnte irgendwie Abklingzeit. Okay. Und Schrägstrich Agilkraft. Ja, das ist eine tolle Übersetzung hier. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Was haben wir hier noch? Arna. Arna, Gelübde der Tat. Für jeden Gegner innerhalb des Sichtfelds erhältst du minus 5 Abklingzeit. Minus 5%. Minus 5% Energiekosten für Fähigkeiten und 2,5% weniger. Ist gar nicht so schlecht. Dieser Effekt stapelt. Aha. Also die hat Stärke. Schon mal gut. Beweglichkeit. Konter und warum habe ich denn da so komische Zeichen drin? Und Geschicktheitschance. Und die hat Vitalität. Also schon mal gute Punkte. Dirwin, der Waldhüter. Ah, der hat nicht Stärke. Das ist blöd. Jonna, mit der hatte ich, glaube ich, mal schon mal probiert. Die ist halt eher so eine Magier-Tuse. Das hätte ich schon geil gefunden. Ja, mit Magie. Aber in meiner Proberunde musste ich feststellen, das ist mit der Magie gar nicht mal so einfach. Ich glaube, wir machen so einen Klopphans. Oder hier so eine Frau. Das finde ich irgendwie auch ganz gut. Also Rächer vielleicht. Den Berserker-Rausch, war das der hier? Das fand ich irgendwie auch geil. Eingekillt wäre ich noch krasser.
Aber die hat hier Schilde, das finde ich halt auch wichtig. Unsere Defense. Ich glaube, ich nehme Ana. Ja, komm. Komm, mach mal die. Isn't Boom. That so? Isn't that so? Anyway, enough pleasantries. It's time to get to work. Das sehe ich aber auch so. So here's the deal. I can't walk to Bryn with my leg like this. So unless you plan to carry me, we need a cart. We need horses. Yep. We're in luck, though. Ah, wir sind While so in luck, though. While you had a talk with the village elder. We came to an agreement. We'll do a couple of tasks for them. Don't worry. Ich kürze jetzt mal ab. Ich kann es ja nicht mehr lesen, hier alles. Nothing special. I don't think you need my advice on how to deal with brigands or the undead. Ah, I almost forgot. Ich hab's fast vergessen. Ich habe noch eine Karte für dich. Alles klar. You can also ask the innkeeper about local events. Okay, okay. He's a talkative kind. Yeah. Also ich mag auch die Stimme von dem Typen, muss ich sagen. Irgendwie geil gesprochen. Aber ich wollte es jetzt euch nicht zu langweilig machen. Ihr könnt ja bisher auch skippen. Wenn ihr hier seid, ist schon vorbei. Also wir sind jetzt die Tuse hier. So, wir haben hier ein paar Geschichten. I ist Inventar, ist klar. So, da haben wir schon mal eine echt gedamagte Rüstung. Was heißt eigentlich minus 3 Schutz? Aber ein lilanes Teil. Also scheint es grundsätzlich ganz gut. Hat aber schon böse den Schaden eingesteckt da unten. Okay. Wir haben ein Schwert. Wir haben ein Schild. Wir haben Brot hier. Ein Brot. Ein Verband. Ein bisschen Schönheitssalbe. Noch ein Brot. Und ein Sack voll Geld. Und wir haben Dietriche. Okay. Und was haben wir hier? Hier. Ah, Waffenwechsel. Oh, nice. Über W. Alles klar. Zack. So, was haben wir hier noch? Charakterbildschirm. Alles klar. Meine Stats. Erfahrungspunkte 0. Super gut. Haupthandschaden 18. Nebenhandschaden 0. Aha, okay. Was auch immer das bedeutet. So, dann haben wir hier ein Herzchen. Das sind wir. Oh, und hier sieht man auch schon, das wird ein bisschen detailliert. Also es gibt Trefferzonen offensichtlich. Und wir haben natürlich Hunger, Durst, Vergiftung, Schmerz, Erschöpfung, Immunität, Moral. Aha, und Verstand. Heißt das, wir werden verrückt oder was? Okay. Achso, das ist hier die Geschichte. Und wir haben noch irgendeine Story, die keinen interessiert. So, okay. Was haben wir noch Spannendes hier? Hier sind so Schwertchen. Fähigkeiten S. Sehr gut. Oh, ja, genau. Skills. Sehr gut. Oha. Da geht ein bisschen was. Also hier oben haben wir die ganzen Nahkampfwaffen und Gedönse. Werkzeug. Das ist ja interessant. Was kann ich denn hier machen? Aktiv. Aber suchen kann ich doch schon. Aktiv. Umgebung beobachten. Okay. Ich das hier mache, garantiert verborgene Fallen. Okay. Hinterrücks. Nahkampfangriffe gegen unwissende Ziele. Ziele sind immer kritisch. Gibt's das? Okay. Doppelwaffen kann man hier skillen. Überleben kann man skillen. Was heißt denn das hier? Campfire! Zielt auf Feld. Allows to start a fire that can be used to cook food and empower some of the ability tree skills. Ah, das heißt, wir sind gar nicht in der Lage, irgendwo ein Feuer zu machen, um zu chillen. Wir müssen das skillen. Oh, okay. Was ist das hier? Make a hold. Allows you to craft a sleeping bag. Also man muss den auch noch bauen. Mhm. Medium or large pelt, rope oder straw. Das hat man doch alles gar nicht am Anfang. Häuten. Hm, okay. Und was haben wir hier? Stop all bleedings. Und das kann natürlich nicht schlecht sein. Was haben wir noch? Kampfmeisterschaft. What are you, boy? Initiative übernehmen. Liefert einen Schlag auf einen wenigsten geschützten Körperteil des Ziels ab. Ein erfolgreicher Treffer gewährt dem Angreifer 2 Stapel von erlittener Initiative. Aha. Das sind ja verrückte Sachen, die es hier gibt. Kriegsschrei. Anbrüllen, rennt er weg, oder was? Krass. Okay. Athletik gibt's. Können wir nichts machen. Magiemeisterschaft können wir auch nichts machen. Wir können aber noch Pyromantie lernen. Nee. Der kann das nicht lernen. Geomantie auch nicht. Ah, der kann jetzt keine. Also die kann jetzt keine Magie, oder was? Blöd. Ja, ich würde aber am Anfang tatsächlich ein bisschen aufs Kloppen gehen, weil ich habe keinen Bock drauf zu gehen so schnell. So, gucken wir mal. Was haben wir hier denn? Spaltender Streich. Das klingt schon so geil, das will ich haben. So, was haben wir hier? Was ist das? Klingenpflege. Haltbarkeit, pff, mir egal. Das kaputt ist, glaube ich, weg. Distanzwaren, Rückzug, ein Feld zurück. Das könnte vielleicht ganz gut sein. Das führst du einen Angriff. Moment, was? Wenn in der nächsten Runde das geräumte Feld von einem Gegner besetzt wird, okay. Führst du einen Angriff mit 36% Stapelchance und 52% Blutenchance aus. Klingt für mich auch gut. So, machen wir so. Habe ich ein Schwert? Ja, habe ich ein Schwert. So, gut, alles klar. Skills haben wir. Was haben wir hier noch? Aufträge. Sammle Karawane. Rede mit dem Ältesten von Osbrock. Da
gibt es ja noch eine Karte. Ah, yeah. Ah, okay, sieht man schon, ist so Tiles aufgeteilt, das ganze Spiel. Ruf habe ich auch noch. Ach du meine Fresse. Okay, okay, das ist ja, sieht ja... Graue Armee. Andere. Die Taverne. Okay, Bestiarium. Okay, da steht irgendwie nichts drin. Klar, wir haben noch nichts entdeckt. So, was haben wir hier? Modi und Aktionen, das habe ich überhaupt noch gar nicht kapiert. Ruhemodus. Erschöpfungsänderung. Energieregeneration. Kann keine Aktion... Ich, hä? Ah, hier. Sie ruht. What? Den verstehe ich nicht so ganz. Angriffsmodus? Ruht nicht mehr, ist auch gut. Wie schalte ich denn das um? Ich kapiere die ganze Situation hier nicht. AB. Aha. Nachladen. Erlaubt dir, eine Armbrust nachzuladen. Aha. Schreien lassen, einen Schreien und nahe Feinde anzulocken. Braucht man das? Ich. Kampfmodus und so. So, hier Leertaste überspringen und das sind die Einstellungen vom Spiel. Alles klar. So, das gibt es hier noch. Das Speichersystem. Das ist auch ganz interessant gemacht, ehrlich gesagt. Man kann nämlich nur speichern, wenn man in einer Taverne oder in einem Lager übernachtet. Und ansonsten wird das Spiel beim Verlassen des Spiels zwar gespeichert, sobald du wieder reingehst, wird dieser Speicherstand aber gelöscht. Das heißt, man hat nur einmal die Chance, letzten Endes diesen Speicherstand aufzurufen. Irgendwann musst du also früher oder später in Lager. Ganz schön tricky. Ja, Permadeath spielen wir nicht. Okay, wenn man Alt drückt, kriegt man hier alles eingeblendet. So, das habe ich auch schon rausgefunden. What? Wieso habe ich denn da ein Messer, Alter? Ich will den doch nicht umbringen. Aber die Katze vielleicht. Ah, das ist... okay. Ah, ja, ja, okay. Ah, ja, ja, ja. Verstehe. Okay. Was ist hier, wenn ich ihr Ruhemodus mache? Dann chillt die, Alte. Ah, dann kann... Ah, ja, okay. Crazy. So, was haben wir hier noch? Alt mal gedrückt. Ein Krug, ein Krug. Ein Feuer. Eine Katze. Ah, also das hier ist mal rot. Aha. Okay. Das heißt, den Krug kann ich nehmen und das nicht. Was passiert hier? Ausmachen, alles klar. Okay, ich soll den Ältesten finden. Das klingt doch gut, ne? Wo ist der genau? Wer weiß. Aber das glitzert hier so. Muss ich das vielleicht mitnehmen? Hebt Krug auf. Alles klar, habe ich. Ist 4 Gold wert. Geil. So, da würde ich sagen, was machen wir jetzt? Wo geht's denn hier hin? Alright. Oh, gleich mal hier rot. Wer bist du denn? Ja, okay. Hey, das kann ich aufmachen alles. Das ist kein Problem. Okay. Kiste. Das ist vielleicht meine Truhe. Kann das sein? Weil man doch hier irgendwie übernachten kann. Ah, du musst erst beim Gastwirt bezahlen. Das macht natürlich Sinn. Ich wollte natürlich die Zeche brellen. Ein Apfel, der ist rot. Der Typi da sieht irgendwie scheiße aus. Das ist rot. Moment, was ist denn, wenn ich jetzt hier hingehe? Kann der das sehen? Wie funktioniert das hier? Was ist, wenn ich hier reingehe, die Tür zumache? Okay. Kommt der Schurke wieder in mir raus? Ein Seil, das können wir bestimmt mal gebrauchen. Ein Krug. Und ein Stundenglas. Bin mir da nicht so sicher. Jetzt komme ich da gar nicht mehr dran, oder was? Also ich würde ja... Also das ist 50 wert. Ah! What the hell, Alter? Was passiert? Bring hat's gemacht. Dieb, Dieb! Oh nein, nein! Rickert sagt Dieb, Dieb. Ana erhält Gerücht, Geldstrafe oder Gefängnis. Oha! Das fängt ja gut an. Oh, das hat jetzt auch so eine rote Hand. Das ist geflaggt. Ich hab's zurückgelegt, komm. Hat keiner gemerkt. Okay, und jetzt? Strafe 175 Kronen. Gefängniszeit 1 Tage. Aha. Habe ich 175 Kronen? Ja, Moment. Hä? Wie hat er denn das gemerkt? Der hat doch nicht mal zu mir geguckt, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Alright. Na ja, gut. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Osbrock, so idyllisch. Ich habe immer noch dieses Symbol. Bist du? Servus. Hau ab, solange du noch kannst.
Hat sich jetzt. Weiß jetzt das ganze Dorf, dass ich geklaut habe oder was? Haben die irgendwie. Keine Ahnung. Woher wissen die das? Redest du mit mir? Du bist nicht willkommen. What? Habe ich mir jetzt. Oh oh. Habe ich mir jetzt das ganze Spiel versaut oder was? Wache! Halt im Namen des Magistrats! Genau hier! Du dachtest, du kommst damit davon, ne? Du zahlst jetzt die Strafe oder ich stecke dich in die Zelle. Ich muss aber drüber nachdenken, ob ich das zahlen will. Bezahle die Geldstrafe Kronen. Das war 170 oder so, ne? Geh ins Gefängnis, fahr zur Hölle. Dies wird die Wachen feindlich machen. Das sollten wir vielleicht nicht unbedingt machen. In dem Dorf hier muss man bestimmt noch handeln. Zahlen will ich aber auch nicht, weil ich weiß ja gar nicht, wie schwer man hier Kohle verdient. Also ist ja nur ein Tag. Können wir ja mal machen, oder? Alright. Jetzt bin ich im Gefängnis. Und jetzt? Was kann ich hier machen? Da hinten ist ein Fass, das ist rot. Ich bin die nackige Else hier. Piep, 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 piep. Rechte Maustaste, Schloss knacken. Achso, ist ausgegraut. Verstehe ich. Oha. Die meint's aber ernst. Kann ich die ablegen? Verpatzen Chance. Ja, super. Ich bin ja voll blank, Alter. Was mache ich denn jetzt? Ist das... Das ist rot. Kann ich einfach nicht benutzen. Okay, das sah so aus, als könnte man den Stein da irgendwie benutzen. Hallo! Ich hab Hunger! Das ist nicht mal eine Wache hier. Ich kann ja klicken, was ich will. Ah ja, einen Tag überspringen. So super, ich bin nur einen Tag im Knast. Na? Klappspann! Leertaste überspringen, hier unten, ne? Lass ich mal raus. Ah, kann ich den irgendwie so durch die Gitter greifen und dagegen knallen oder so? In Ordnung, du hast deine Zeit abgesetzt. Jetzt schnapp dir deine Sachen und verschwinde von hier und lass mich nicht warten. Habe ich alles wieder? Ja, alles in die Hand gegeben, außer mein Schwert. Das war jetzt keine schlechte Entscheidung. Ich muss mal gerade hier gucken. Verdippt in 4 Tagen. Okay. Kann ich ihn meucheln oder so? Komm her, du Sack. Ah, das ist wieder rundenbasiert. Ich komme nicht hinterher. Jetzt ist hier gar keine. Jetzt mal alles safe. So, was ist das denn hier? Weißer Reddish. Met. Hm. Oh. Trunkenheit. Aber was nicht so geil ist, da ist jetzt auch so eine rote Hand. Mach dich betrunken. Gestohlen. Ich hab das doch gar nicht gestohlen. Das ist doch noch in der Kiste. Okay, ich hab den Inhalt gestohlen vielleicht. Aber das kriegt doch keiner mit. Ich bin doch im Keller. Ne? Also, was soll hier schief gehen? Ich komme aus dem Keller raus. Jo. Ihr Spastis. Ja, tatsächlich, das kann keiner mitbekommen. Nachttisch. Nee, okay, hier klauen wir nix. Bei den Wachen ist nicht so geil. Voll besoffen ist geil. Da war eine Treppe. Boah, Alter, ist das unscharf manchmal? Ja, tatsächlich. Das wird manchmal unscharf. Boah. Starrschuss liegt an der Brille. Wer ist denn das hier? Oder? Ich glaube, ich habe noch nie eine weibliche Söldnerin gesehen. Nun, wenn du mit den Problemen unseres Dorfes fertig wirst, was kümmert es mich dann? Das hast du gut erkannt, alter Mann. Hat Verren es dir nicht erzählt? Ah, wir hatten eine ganze Weile lang keine fähigen Söldner mehr in Osbrock. Also gibt es eine Menge zu erledigen. Das ist super, ich habe Zeit. Banden, Kulte, Untote, viele hier ziehen so einen Dreck an. Wir haben nicht viele Wachen, also kann ich es mir nicht leisten, dass einer von ihnen stirbt. Deshalb brauche ich einen Söldner. Ja, wie? Wachen dürfen nicht sterben? Söldner kann ich verheizen oder was? Ah, hier steht's auch. Und kannst du dir leisten, einen Söldner sterben zu lassen? Ja, das ist ganz schön arschig eigentlich. Aber ich bin halt nur mal offensichtlich ein Söldner, also kann mir das ja wurscht sein. Kommen wir zum Geschäft. Auf geht's. Ich habe ein paar Aufträge zur Auswahl. Wenn du ein paar erfüllst, dann sind wir quitt. Du bekommst deinen Karren, Pferde und so und bla bla bla. Alles klar. Okay. Wir haben nur ein, ich denke, wir haben mehrere, offenes Kopfgeld gesucht. Gestohlenes Requilal. Interessiert? Na klar. Gibt ja so viel Auswahl. Das hat 3 Totenköpfe. Ich bin am Anfang des Spiels 3 Totenköpfe. Ist da irgendwie, musst du was wissen oder so? Marme.
Kein Problem hier. So, Abtei, sie ermordeten alle Mönche. Und das können wir natürlich nicht lassen. Und räumten, und sie nahmen sogar das Reliquiar mit. Okay, Diebstahl von heiligen Gegenständen, das ist ein neuer Tiefpunkt. Ja, das sehe ich allerdings auch so. Doch alte Gewohnheiten sterben für manche Menschen nur schwer aus. Es liegt also an dir, sie zu töten. Das ist ein Wort. Ja, wie ist hier der mit der Kohle, 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 Kollege? Wir haben diese Schände ausfindig gemacht. Papa, Papa, sie sind im Turm, tralala, Mama, abgemacht. So. Komm innerhalb von 4 Tagen zurück. Ich habe also auch noch ein zeitliches Limit. Moment mal. Aber was verkaufst du? Oh, Digga, was hast du am Start? Met? Dunkelbier? Oh, Dunkelbier? Und Manshire Fortfield und Kronen. Hast du die auch zu verkaufen oder was? Okay. Wir können ihm höchstens unser Liebesring verkaufen. Ist blöd. Okay. Oh, ich würde schon wieder was klauen. So, I'm the drunken hero. Und ihr Motherfucker geht mal aus dem Weg. Ja. Ja, krass. Also 4 Tage und das Ding hat 3 Totenköpfe. Ich bin mir noch nicht so ganz einig, ob ich das so will. Okay. Yes, also wir fangen gut an mit unserem Abenteuer. Ja, wir haben erstmal geklaut, wir waren im Knast, wir sind betrunken. Das läuft ja schon richtig gut hier. So, sind wir jetzt alle wieder Freunde? Hä? Der haut sich da eine Pulle rein. Digga, komm mal, start hier. Ah, jetzt redet er mit mir. Guten Tag, Mann. Hicks. Okay. Was verkaufst du? Der Trunkenbolte. Hat auf jeden Fall Brot für 10. 10 Kronen für so ein Brot. Und er hat auf jeden Fall Bier. Okay, und kein Geld. Sehr gut. Achso, Arbeit für mich. Das ist schon mal gut. Blabla, ich habe eine Aufgabe. Aha. Alles ist verloren gegangen. Ah ja, die anderen sind wieder alle schuld. Ist ja immer dasselbe. Ja, ja. Weinbrand. Eine Flasche, einen Becher. Okay, abgemacht. Genau, lass uns ein bisschen feiern. Das sehe ich aber auch so. So, habe ich Weinbrand zufällig dabei? Nee. Okay. Aber wir sind ja hier an einem... Was ist denn das? Ich habe leichten Durst. Moment. Oha. Jetzt soll ich auch was saufen. Und Hunger habe ich auch schon. Ja gut, ich war auch einen Tag im Knast, ne? Okay. Gehen wir doch mal ins Gasthaus. Gehen wir doch mal ins Gasthaus. Katze meucheln? Nein. Was hat er denn so? Schön, dass du uns wieder mal besuchst. Das sehe ich aber auch so. Also hier kann man speichern. Das möchte ich jetzt aber nicht. Ich möchte was kaufen. Oha. Ja, was können wir denn mal gebrauchen? Nix Sinnvolles. Das ist schon wieder Met oder so, ne? Das ist das Bier. Was ist das denn? Weinbrand. Ah, Weinbrand. 90 Kronen? Boah, dann könnte ich draußen den Penner glücklich machen. Komm, bin so ein sozialer Typ. Mach mal. Was können wir noch gebrauchen? Was ist hier? Für einen Schenkel? Für 18 Kronen? Na, ich glaube, ich weiß, ob der Gastwirt da der günstigste ist. Das war jetzt eigentlich vielleicht auch nicht so clever. Gehen wir mal raus. Machen erstmal den, den Penner hier glücklich. Mit Pennerglück. So, ich habe deine Aufgabe erfüllt. Bla 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 bla. Nimm dieses Schmuck. Okay, was haben wir da? Ein unbekanntes Amulett. Okay. Das ist natürlich super. Weil ich habe jetzt. Kann das da anlegen? Ich weiß nicht, ob es. Ne, es gibt uns nichts, aber wir wissen nicht, was es hat. Okay. Blöd. Schauen wir weiter. Wir versuchen ein paar Aufträge an Land zu kriegen. Ich erinnere mich, bla bla bla. Immer mal was verkaufst du? Okay, was ist das denn hier? Todesstachlerglas. Werkzeug. Entfacht einen Todesstachler-Schwarm bei Erreichen ihres Ziels. Verdirbt in 2 Tagen. Hä? Okay, die Beschreibung war gut. Und was ist das hier? Ein Bisonfell. 780, Alter, Falle. So, und ein Bad Roll. Okay. Okay, was ist das? Ein Wurfnetz. Ruhigstellen des betroffenen Ziels. Okay, Haltbarkeit 12. Also man kann das 12-mal benutzen, oder was heißt das? Kaufe ich. Schauen wir mal. So, was können wir denn hier noch so machen? Schau mal, hier ist so eine Truse. Das ist hier so ein Markt offensichtlich. Und die Market? Was verkauft die Market? Oh, was ist das denn hier? Spiritus. Also ich verkaufe so ein paar Essensgelumpe-Sachen. Das ist hier irgendwie Gemüse, oder?
Obst, nur süßes Obst. Das stimmt ja gar nicht, du hast ja Bier. So, was ist das hier? Oh, die flirten doch da. Frischfleisch, kauf Frischfleisch. Nee, Fleisch will ich auch nicht. Wer bist du denn? Was verkaufst du denn? Oh, alright. Was ist das denn? Gebratene Morschel? Wollen wir alles nicht? Das sieht aus wie ein Waffenhändler. Komm mal her. Bern Söldner! Frisch von der Straße. Ich möchte dir einen Rat geben. Bleib bei mir und du wirst eben nur in Gold schwimmen. Ja, dann sind wir uns schon einig. Der sieht ja ein bisschen aus, als hätte der viel Geld. Bei dir bleiben, wie das. Ich habe ein Angebot für dich. Der vorige Söldner hat mir früher... Okay, ja. Er hat alle möglichen Waren gebracht und ich habe ihn großzügig dafür bezahlt. Alle waren damit zufrieden. Wie wäre es also, wenn du die gleiche Abmachung... Ja, was ist denn mit dem vorigen Söldner passiert? Das ist eine interessante Frage. Er überschätzte seine Fähigkeiten. Egal, nützt nichts, sich in Einzelheiten zu vertiefen. Das ist alles Schnee von gestern. Wichtiger ist nur, dass wir in eine Einigung kommen. Das sehe ich auch so. Hast du dein Geld mitgebracht, hoffe ich? Ich will doch Arbeit. Okay, also, er traf auf dem Markt von Brünn einen Elfen, der ihm erzählte, er brauche dringend einen Bisonpelz und ein paar Hörner. Das klingt jetzt nicht so, als wenn ich die an jeder Ecke finde. Als Gegenleistung versprach er eine riesige Menge Geld. Er sagte nicht, wofür er die Dinge braucht, ist ja auch, spielt auch keine Rolle. Hast du recht. Bisonfell, ich mach das mal. So, was verkaufst du eigentlich? Lass mal... Wow, Alter, was ist das? Eine Bauernsense. Brauche ich auf jeden Fall. Was ist das denn hier? Eine Spell Roll. Entzaubern? Identifizieren? Ho, das will ich, weil ich will wissen, was mein Amulett kann. So, dann ist die Frage, was haben wir noch für lustige Ringlein? 202. Das war teuer hier bei dir, Digga. Was haben wir noch? Da haben wir so eine komische Mütze. Was kann unsere Mütze? Gewöhnliche Kopfbedeckung. Die sind alle so teuer hier. Was ist das denn? Kräuterextrakt hier. Ja, Verband und Heilsalbe. Okay, das ist jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt, was ich will. Lassen wir uns nochmal hier kurz reinschauen. Wie benutze ich denn das? Ah, rechte Maustaste benutzen. Ba-bam! Okay, unser Amulett hat eine Crit-Chance, eine Crit-Effizienz, Naturresistenz. Oh, egal, klingt auf jeden Fall alles cool. Ja, und dann würde ich sagen... was habe ich hier? Ah, Durst. Was ist das? Brunnen? Was kann ich damit machen? Okay. Trinken oder Collect Water, also Deutsch oder Englisch kann ich sprechen. Einmal trinken. Ah, Symbol weg. Sehr cool. Was haben wir hier? Durst 7%. Alles klar. Trinken. Alright. Und dann haue ich mir jetzt mal so ein Brot hier rein, einfach. Was haben wir? 23%. Okay. Und hier nochmal trinken. Ah, super. Immunität. 48%. Was heißt das genau? So, schauen wir mal hier. Wer bist du eigentlich? Das ist ein Schmied oder so? Gut, dann berate mir, was du brauchst. Was ich brauche. Hast du Arbeit für mich? Die Sache sieht folgendermaßen aus. Oder befahl mir, einen Haufen neuer Schwerter für unsere Wachen zu schmieden. Ich bringe es jedoch nicht übers Herz, gutes Eisen an sie zu verschwenden. Oh, das verstehe ich schon. Bring mir ein paar Ramschschwerter. Ramschwert habe ich erst gelesen. Ich repariere sie und verwende sie. Ja, das ist ein trickreicher Kerl hier. Okay. Abgemacht. So, und was verkaufst du? Okay, da geht schon was. Okay, aber das wollen wir alles nicht. Okay. Ja, was haben wir hier noch? Hihihi, Stadtwache, Arschloch. So. Oh. Sound ist ja geil, die Hühner. Was geht's hier? Da kann man reinlaufen. Muss etwas genäht werden? Servus. Und wer zum Teufel bist du? Noch ein Söldner. Na, wenn das keine Überraschung ist, da bist du ein bisschen arrogant, oder? Und eine Frau noch obendrein. Der Gastgeber habe Erbarmen. Was ist denn alter Sexist hier? Hast du was gegen mich? Na, wenn Frauen in Waffen greifen und so, als könnten sie das schwingen, das ist, kann nur bedeuten, das Ende der Zeit ist gekommen. Ja, ich glaube auch. Ja, aber wer bin ich, dass ich mich beschweren darf? Nur ein alter Langweiler, der kein bisschen Respekt verdient. Habe ich recht? Stimmt, weil du hast mich als Frau erstmal voll beleidigt. So, jedenfalls hoffe ich, dass du es schaffst, etwas länger zu überleben als unser letzter Held. So, was willst du von mir? Also, ich würde mal sagen, Arbeit. Womit solltest du mir helfen können, Junge? Wieso Junge eigentlich? Obwohl, ich habe eine Aufgabe für dich. Hast du schon mal einen Bären erlegt? Der will auch sowas Leichtes, Bison und Bär. Das ist doch im Leben nicht leicht.
Und das gleich am Anfang vom Spiel. Ja, bla bla bla. Okay, mach mal so. Was verkaufst du? Schickimicki. Was fehlt mir denn? Gürtel und Handschuhe. Sag mal hier. Lederhandschuhe hier. 52, okay. Was sind das hier? Blutenresistenz, Schutz 1. Was war das hier? Schutz 1, physische Resistenz. Ah, kaufen wir, komm. Sehr gut. Hat er auch einen Gürtel für mich? Ja, sowas Schickes hat er natürlich nicht. Was ist das denn hier? Ein Geldbeutel. Hä? Ich hab doch einen Geldbeutel. How does that make sense? Puff, 152. Lehrlings. Blutenresistenz 5%. Das ist doch genau die ich hab. Okay, du langweilst mich jetzt schon. Kann ich was klauen? Hä, was ist denn das hier? Oh, ich hab mal den Grill angemacht. Ich habe Feuer gemacht. Okay. Nice, jetzt können wir langsam auch mal sterben. Oder gibt es hier noch irgendwas? Wollen wir in der ersten Folge mal ein paar Aufträge einsammeln? Keine Sorge, das kriege ich sofort. Was? Das Kräuter irgendwas. Zufried, hat er nur ein Auge oder was? Nee. Was verkaufst du? Oha, hier gibt es den guten Stoff. Kräuter. So, was haben wir noch? Hast du Arbeit für mich? Das ist wieder gut. Mein Rücken bringt mich um. Bla bla. Okay, alles klar. Hilf dem alten Mann, geh in den Wald und pflücke ein paar frische Kräuter. Das trockene Zeug, das ich hier habe, wird nicht ausreichen. Okay, das klingt einfach. Was braucht er denn? Grüne Minze. Thymian. Breitwegerich. Und Odermennings. Das sind ja alles echte... echte Sachen, also oder Menging, bin ich mir nicht ganz sicher, aber alles andere ist echt. Das gibt es im echten Leben auch. Ja, bringe ich dir mit, abgemacht, machen wir so. Ciao. So, jetzt muss ich mal in unser Journal gucken. Ja, da ist schon ein bisschen was los. Super, auf Karte anzeigen. Kriege ich dann angezeigt, wo das ist? Nee, okay. Hä, was ist denn das hier? Gestohlenes Reg... Ah, das ist diese Hauptmission. Okay. Okay. Ja, spannend. Was ich ein bisschen uncool finde, das ist das Laufen. Ich wollte mit WASD gerade laufen, aber W ist halt Ausrüstung wechseln, ne? Blöd. Und man kann wirklich nur mit Mausklick laufen. Und du kannst auch nicht Maus gedrückt halten zum Laufen irgendwie. Du musst immer klicken. Das finde ich ein bisschen doof noch im Moment. Kann man das irgendwo hier vielleicht... Das sieht nicht so aus. Nee, okay. Schade, weil das finde ich jetzt ein bisschen blöd, dass man immer so viel wild hier rumklicken muss. Ja, aber ich will sagen, das war ein erster Einblick. Ich finde es sehr cool. Wir haben uns jetzt noch nicht gekloppt. Das kommt jetzt gleich noch. Wir haben nur geklaut. Ah, Stroh kann ich auch so klauen. Das ist auch super. Also das mit dem Klauen muss ich noch ein bisschen üben. Ja, bin ja so ein alter Schurke. Da rein darf ich auch nicht. Ich will jetzt auch nicht mit der Wache schon wieder Ärger hier haben. Was ist denn das hier? Ah, das kann man lesen, das Schild. Zimmermannswerkstatt. Oh, how are you, my friend? Ist der gerade auf die Bank gesprungen oder was? Hallo, bist du der Seltene? Bla bla bla. Zu hoffen. Okay, Zeitverschwendung. Warum lässt man die Wachen nicht die besagte Ordnung beibringen? Wen jetzt hier Wachen? Entweder sind es die alten Säcke oder die jungen Leute von gestern. Man hat ihnen Waffen gegeben, sozusagen, um diesen zu beschützen. Und sie sind immer noch hinter den Ohren, noch schlimmer, bla 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 bla. Also er ist voll begeistert. Im Dorf gibt es... im Moment gibt es nur noch mich. Den Schmied und ein paar Jungs. Ja, dann macht ihr doch den Job. Oh, kannst du mir was beibringen? Ich kann dir ein paar Tricks zeigen mit der Axt. Blöd. Ich habe ein Schwert. Blöd. Okay, was verkaufst du? Oh. Okay. Ein Bogen und Pfeile. 100 kosten die Pfeile? Ah, das sind Bolzen. 160, das wird immer besser. Breitkopfpfeile. Sind das verschiedene oder was? Botkienpfeile? Alter. Blattförmige. 100 kosten die? Ist das dein Ernst? 20 Pfeile? Und 57, das kann ich mir nicht mal gemeinsam kaufen. Okay, wir müssen erstmal ein bisschen Geld verdienen. Ja, ich sage aber,
Das machen wir am besten in der nächsten Folge. Für heute soll es reichen. Ich würde sagen, wir splattern dann gleich mal los. Oder nein, wir gehen erst noch speichern. Nein, müssen wir nicht. Stimmt, weil wenn wir reinkommen, haben wir einen Speicherpunkt. Wir verlassen erstmal das Game. Speichern und laden. Zurück zum Hauptmenü. Bestätigen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Super, dass du dabei warst, dass ihr zugeschaut habt. Denkt mal dran, wenn es euch Spaß macht, wenn ihr noch mehr sehen wollt von dem Game. Abonnieren, Klingelingeling und so. Und dann seid ihr dabei. Dann kriegt ihr mit, wenn es weitergeht bei der nächsten Folge, wenn wir in Stoneshard endlich mal auf die Fresse hauen können hier. Bis dann. Ciao, tschüss.